Willkommen zurück bei Psychologie und Wissenschaft. Heute gehen wir in das nächste Kapitel. Wir werden uns jetzt darum ein bisschen näher beschäftigen. Wie sieht es denn aus? Warum hat Angst und Darm bzw. Angst und Ernährung einen so großen Zusammenhang? Und wir werden uns jetzt ein bisschen mit dem Background-Wissen auseinandersetzen. Das heißt, du bekommst ein bisschen Background-Wissen darüber, damit du verstehst, warum, wieso, weshalb das Ganze so wichtig ist und warum wir uns dann am Ende letztendlich entsprechend ernähren müssen, wenn wir unter Ängsten leiden. Also, man muss im Prinzip keine Angststörung haben, um Verbindungen zwischen Angstgefühlen und Bauchgefühlen intuitiv begreifen zu können. Du kannst einfach mal daran denken, wie es sich anfühlt in der Magengegend, wenn du nervös bist, dass du zum Beispiel auf Toilette musst, dass du zum Beispiel, dass es dir schlecht wird. Wie auch immer, der Bauch oder der Magen, der Darm reagiert letztendlich. Und das ist etwas völlig Normales, denn dein Darm reagiert bei Angst, weil es eine Verbindung zwischen Gehirn und Darm gibt. Das ist also so, diese Sprüche wie Grummeln im Bauch, ein flaues Gefühl in der Magengrube zu haben. Diese Redewendungen sind nicht umsonst entstanden. So, ich habe aber auch abseits von Ernährung und Angst einige Videos hochgeladen, die du dir anschauen solltest, wenn du tatsächlich unter einer Angststörung leidest. Denn hier wirst du ein bisschen mehr erfahren, wie du besser mit Ängsten umgehen kannst, mit Panik, mit Angst, mit bestimmten Ängsten, mit Phobien und so weiter. Da habe ich schon einige Videos hochgeladen. Du siehst hier so ein bisschen, wie ich das hinter den Kulissen so sehe. Da sehe ich ganz rechts das Dislike- und Like-Verhältnis, ganz, ganz rechts. Dann ist die nächste Spalte, sind die Anzahl der Kommentare. Danach kommt die Anzahl der Aufrufe. Dann, wann ich die Videos letztendlich veröffentlicht habe. Die sind jetzt schon bald 2,5 Monate alt. So zum Zeitpunkt dessen, wo ich die Videoaufnahme hier mache, dann siehst du Urheberrechtsbeschwerde, aber da ist jetzt nichts Schlimmes dahinter, habe ich auch erst nicht gewusst, was das ist, aber das steht auch letztendlich da. Das ist, weil ich hier auf ein Video von Dean Schneider reagiert hatte und wenn ich jetzt Geld damit verdienen würde, hier mit den Videos oder mit YouTube oder irgendwas, dann würde er letztendlich das Geld bekommen und nicht ich. Das ist das Einzige, was daran schlimm ist. Also es ist nichts Schlimmes, aber es ist einfach nur so, dass jemand anderes ja letztendlich ein Video veröffentlicht hat und ich mich daran bereichere. Und ansonsten sind alle Videos öffentlich. Also nochmal dazu, bitte schau dir, wenn du möchtest, die Videos zum Thema Angst an. Ich habe sie dir hier alle, die ich bisher habe, auch einmal. Ich verlinke sie auch nochmal einmal in der Beschreibung. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Die Darm-Gehirn Achse transportiert über den Vagusnerv Informationen. Und diese Information, der Vagusnerv, ist die Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und diese Informationen entscheiden mit, ob du dich schlecht oder gut fühlst. Ja? Wir versuchen so oft, die Dinge im Außen als den Grund dafür zu sehen, dass wir uns schlecht fühlen oder selbst sogar Ängste haben. Ängste können tatsächlich über biochemische Zustände einfach entstehen. Ja, diese Verbindung besteht bereits, beziehungsweise nein, nicht die Verbindung, sondern die Verdauung beginnt bereits beim Kauen. Und am Ende befindet sich alles in unserem Darm. Und die Bestandteile unserer Nahrung, die Mikronährstoffe, die Makronährstoffe, werden letztendlich von der Darmwand dann aufgenommen und wiederum von den kleinsten kleinen Darmzotteln aufgenommen. Und dieses Zellgewebe, diese Zotten, bestehen aus vielen verschiedenen Zelltypen mit unterschiedlichen Funktionen. Mit unterschiedlichen Funktionen und diese Funktion, beziehungsweise die Kommunikation zum Gehirn, entscheidet dann mitunter, ob du dich gut oder eben schlecht fühlst. Wir haben also eine bidirektionale Beziehung zwischen Darm und Gehirn. 2018 gab es eine interessante Studie von Lach und seinem Forschungsteam, die einen physiologischen Zusammenhang zwischen der Angststörung und Darmproblemen entdeckt haben. Ihre Arbeit befasste sich überwiegend mit Darmpeptiden. Das sind kurzkettige Aminosäuren, die vom Körper als Signalmoleküle verwendet werden, um zwischen Darm und Gehirn Informationen zu vermitteln. Im Darm selbst, produzieren spezielle Zellen, besser gesagt enteroendokrine Zellen, mehr als 20 verschiedene Botenstoffe, darunter auch diese Peptide.
Entscheidend dabei ist aber, welche Botenstoffe letztendlich erzeugt werden. Und du kennst sicher die Begriffe oder beziehungsweise die Botenstoffe, Hormone, Dopamin, Serotonin und wie sie alle heißen. Ja? Die Zusammensetzung der Darmbakterien bestimmt die Erzeugung unserer Botenstoffe. Der Darm und das Gehirn sind im ständigen Austausch. Und somit ist die Ernährung und das Gehirn in einem ständigen Wechsel. Und die Ernährung und die Bestandteile unserer Ernährung, ja, sind letztendlich entscheidend, ja. Und in vielen medizinischen Bereichen mittlerweile wird auch zusätzlich zu fast jeder Therapie eine Ernährungsanpassung. Ja, es gibt eine Ernährungsanpassung, meistens die mediterrane Diät. Das ist das, was man meistens dann verordnet bekommt. Und auch bei Ängsten, auch bei Depressionen und so weiter, da gibt es immer wieder Ernährungsumstellungen, die letztendlich dazu führen, dass du gesund wirst. Beziehungsweise die Therapie ist noch ein, wird erweitert dadurch. Du musst dir eines immer vorstellen, wenn du zum Arzt gehst, der Arzt ist nicht derjenige, der dich, der Arzt beschäftigt sich mit Krankheit. Der Arzt beschäftigt sich mit Krankheiten. Das heißt, du bist schon in dem Zustand, dass du krank bist. Das, worum wir uns jetzt kümmern oder was jetzt hier auch wichtig ist, ist auch Prävention. Du bist letztendlich dafür verantwortlich, gesund zu bleiben. Bist du krank, musst du zum Arzt gehen. Der Arzt ist nicht derjenige, der dich, naja, der Gesundheit letztendlich als Hauptthema hat. Aber wie auch immer, Lach und sein Forschungsteam manipulierten die Darmflora und untersuchte danach die Veränderungen bei unterschiedlichen Peptiden im Darm und im Gehirn. Und man konnte nachweisen, dass das Darmmikrobiom und Angstgefühle signifikant korrelieren. Das bedeutet, sie haben eine Verbindung zueinander. Wenn es signifikant ist, dann gibt es eine Verbindung dazu. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Verbindung ist. Wer Ängste hat und sich nicht scheut mit dem Thema, sollte sich, und da kannst du jetzt auf das Bild mal schauen, mit der Amygdala mal auseinandersetzen. Diese sitzt tief im Inneren des Gehirns und ist ein wichtiger Bestandteil bei Angststörungen. Teilweise gibt es Forschungsarbeiten, die zum Entschluss kommen, dass die Amygdala oder beziehungsweise die gezielte Behandlung des Darms die Amygdala positiv beeinflussen kann. Dass es essentiell ist, eine Ernährungsumstellung zu garantieren, damit die Amygdala, die ist nämlich, wenn du ängstlich bist, in einem Alarmzustand. Du musst dir vorstellen, wenn du Ängste hast, wenn du unter Ängsten leidest, dann ist diese Amygdala, dieser kleine Kern, vergrößert. Was dazu führt, dass dein Alarmsystem auch relativ groß ist, dass dein Alarmsystem viel mehr in Bereitschaft ist. Das heißt, wenn du im Außen irgendwas erlebst, katastrophisierst du schneller aufgrund der Alarmbereitschaft bei deiner Amygdala, die einfach verrückt spielt. Ja, und man ist in einer ständigen Erregung. Deswegen habe ich im ersten Video auch schon erwähnt, es ist wichtig bei der aufgenommenen Ernährung, dass diese Ernährung die Amygdala nicht noch weiter stimuliert. Eine erregende Ernährung ist kontraproduktiv. Bei Mäusen konnte man feststellen, dass sie ohne Darmmikrobiom eine wesentlich größere Amygdala aufgewiesen haben als die Mäuse, die mit einem ganz normalen Mikrobiom. Der Grund, warum Menschen dauerhaft erregt sind, ist die erhöhte Aktivität der Amygdala. Und das ist auch der Grund, warum Menschen immer wieder Panikattacken bekommen könnten oder unter einer ständigen Unruhe leiden. Es fällt in diesem Fall schwer, Emotionen zu kontrollieren und das Gehirn ist immer in Alarmbereitschaft. Und ein Mangel an Darmbakterien und die Form und die Funktion der Amygdala sind die Gründe für die Dauererregung vieler Angstpatienten. Und du wirst in dieser Videoreihe noch genauer erfahren, wie du deine Ernährung eben anpassen wirst. Schau dir am besten auch mal die ganzen Ernährungsvideos dazu an. Ich habe allgemeine Ernährungstipps und ich habe auch also ganz speziell halt auf mentale Gesundheit. Also, beziehungsweise ich habe bisher zwei Playlisten, die sich halt eben darum drehen, wie ernährst du dich unter anderem bei Depressionen und wie ernährst du dich allgemein bei psychiatrischen Störungen am besten? Oder was hat auch die Forschung gesagt? Wie ist denn, letztendlich kann ich dir sagen, die gesunde Ernährung ist die beste Ernährung und was ist letztendlich eine gesunde Ernährung laut Wissenschaft? Da kannst du dir gerne die Playliste zu anschauen. Ja, ich habe dazu einige Videos schon vorbereitet. Diese Videos sind noch gar nicht inkludiert.
2014 haben Sudo und auch sein Forschungsteam eine Verbindung, also auch wieder eine Studie, eine Verbindung auch zur Hypothalamus, Hypophysen neben Nierenrindenachse festgestellt. Wir nennen sie HHN-Achse. Und die HHN-Achse ist auch mit dem Stressgefühl verbunden. Und die Zufuhr von guten Darmbakterien konnte das Stresslevel auch hier wieder wesentlich senken. Eine Studie, die dann letztendlich auch im Psychiatric Research veröffentlicht wurde, 2018, konnte auch belegen, dass Angstpatienten eine andere Darmbakterienzusammensetzung haben als gesunde Menschen. Sie waren sowohl mit mehr schlechten Darmbakterien gefüllt, als auch mit weniger Vielfalt allgemein. Und rar waren gerade diese Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, so wie die vorhin erwähnten Peptide, die eben ein Zeichen dafür sind, dass wir ein gesundes Blut haben. In der Studie heißt es, ins Deutsche übersetzt: Im Vergleich zur Kontrollgruppe haben wir bei Angstpatienten, das ist jetzt ins Deutsche übersetzt, habe ich schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Nochmal: Im Vergleich zur Kontrollgruppe haben wir bei Angstpatienten eine verringerte mikrobielle Reichhaltigkeit und Diversität, eine ausgeprägte metagenomische Zusammensetzung mit wenig Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, im Gegensatz zu gesunden Patienten. Und ein übermäßiges Wachstum von schlechten Bakterien, wie die Bakterienstämme Escherichia schigella, Fusobacterium und Dominicoccus gnavus-Bakterien. Kennt ihr ja auch alle. Es konnte eine Korrelation zwischen dem Mikrobiom und Angstpatienten ausgemacht werden, was für eine spätere therapeutische und präventive Maßnahme relevant ist. Wir haben also ganz klar, wir sehen auch immer mehr, dass Medizin sich immer mehr auch damit beschäftigt, Therapien und auch jeder, der letztendlich heilen möchte oder präventiv arbeiten möchte. Präventiv ist immer besser, weil die Krankheit erst gar nicht aufkommen lassen, ist immer der beste Weg. Aber manchmal ist es halt so, dass die Krankheit auftaucht. Die Analyse dieser Studie ergab aber noch etwas sehr, sehr Interessantes, nämlich dass Psychotherapie und die Veränderung der Hirnfunktionen und die Einführung positiver Denkmuster, aber auch die Verabreichung von Medikamenten keinen positiven Einfluss auf das Mikrobiom haben, wodurch wir im Prinzip sagen können, egal bei welcher Behandlung, wir verbessern unser Mikrobiom nicht. Und das ist letztendlich nur durch eine Ernährungsumstellung möglich. Das heißt, wir haben ja das Gehirn und wir haben gleichzeitig den Darm. Und wir sind ja in einer Wechselbeziehung. Und wenn wir wissen, dass von da oben, da unten sich nichts verändert, dann müssen wir hier unten ansetzen, im Darm. Und wir sehen dadurch auch die Relevanz des Darmmikrobioms. Also, Unregelmäßigkeiten im Mikrobiom schwächen die Darmwände, die in der Folge bakterielle Metaboliten und Moleküle in den Blutkreislauf lassen, weil ihre Funktion und ihr Schutz eben eingeschränkt sind. Im schlimmsten Falle gelangen die Bakterien bis ins Gehirn und dann spricht man letztendlich auch vom Leaky Gut-Syndrom. Ja, also einen durchlässigen Darm. Die Bakterien sollten normalerweise eingeschlossen bleiben, denn im Gehirn können diese letztendlich Schäden anrichten. So gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass eine Komponente der bakteriellen Zellwand, das sogenannte Lipopolysaccharid, angstähnliche Verhaltensweisen auslöst. Und im nächsten Video geht es darum, dass Darmerkrankungen und psychiatrische Störungen oftmals korrelieren, also in Verbindung miteinander sind. Und deswegen bleib gerne dran, abonniere den Kanal und schau dir das nächste Video an zum Thema Darmerkrankungen in Zusammenhang mit Angststörungen. Das war Psychologie und Wissenschaft. Ich bedanke mich hier, kannst du schon mal sehen, wie es im dritten Kapitel weitergeht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder beim nächsten Video. Ciao.